die Europahalle. Tennis der Superlative. Die Besitzerin der größten Tennishalle Europas zu sein, wie ist das so? Oft sehr stolz machend, oft aber auch sehr arbeitsreich und sehr kostenintensiv, aber es überwiegen schon die tollen Momente. Die Europahalle ist vor 30 Jahren von meinem Vater gebaut worden. Es war im Jahre 80 und da hat Österreich begonnen, gut Tennis zu spielen. Mein Sohn war 22 Jahre alt, der soll die Elektrofirma weiterführen und ich gehe meinem Hobby nach und baue mir eine Tennishalle. Und im 85er war ich dann so weit, dass dieses Grundstück da ist angeboten worden und habe ich gekauft, weil das geht sich aus, dass man in der Mitte einen Gang hat und dass jeder Platz separat betretbar ist, was ja bisher nirgends gegeben hat. Und wir waren von Anfang an gut gebucht. Die Europahalle seit Anbeginn äußerst erfolgreich. Auch Tennisgrößen wie Björn Borg, Horst Skoff oder Thomas Muster zählten im Laufe der Jahre zu den Gästen der Europahalle. Die Tochter, vor 10 Jahren habe ich ihr die Halle übergeben und ich bin mit 73 in Pension gegangen. Ich habe es nicht immer als selbstverständlich empfunden, bin aber heute dankbar dafür, weil es eine schöne Aufgabe ist und weil es eine so eine wertbeständige Aufgabe ist, weil es noch in die Zukunft gehen wird. Und ich glaube, sie hat deswegen so tollen Erfolg, weil sie sich in den letzten 15 Jahren eigentlich rundum erneuert hat und weil es nichts mehr gibt, was 30 Jahre alt ist. Wir haben 8000 Quadratmeter Teppich verlegt und ich glaube, das ist auch unser Erfolgsgeheimnis. Ja, das spüren die Menschen, wir investieren sehr viel Geld und wir möchten einfach diese Perfektion haben und der Maßstab im Hallentennis bleiben und sein. Reinkommen und sagen, das ist ein schönes Haus in jedem Bereich, Garderobe, Restaurant, Tennisplatz. Und mir geht es darum, dass es leistbar ist. Ja? Wir sind eine sehr große Tennishalle, die größte, und wir können es uns nicht leisten, elitär zu sein, wollen wir auch nicht. Ich glaube, das Besondere ist einfach die persönliche Handschrift, die man spürt, dass man es einfach mit Herzblut macht. Und ich glaube, dass die Gäste es auch sehr zu schätzen wissen. Und dass sie dann auch gern zu uns kommen. Ich glaube, es ist eigentlich ein kleines Familienunternehmen, weil unsere Familie ist für alles verantwortlich. Aber natürlich, wir haben doch ein paar Mitarbeiter, die wir brauchen und bei uns sind alle wichtig. Weil wir ja hier im Haus nicht nur Gäste haben, die seit 25 oder 30 Jahren bei uns spielen, sondern auch Mitarbeiter haben, die seit 20 Jahren da sind. Und damit ist eine große Familie. Also ich habe 26. Mai, glaube 1993 angefangen. Warum ist man so lange bei einem Unternehmen? Also mir passt alles. Es ist einfach ein Familienunternehmen und das merkt man auch. Es ist einfach auch im ganzen Team ein sehr familiäres Gefühl und man fühlt sich einfach wohl. Aber ich glaube, man muss sich gegenseitig einander verdienen und das ist immer ein Wechselspiel von Geben und Nehmen. Was bedeutet die Europahalle für dich persönlich? Wenn ich in die Europahalle denke, fällt mir zuerst zu Hause ein, weil ich wirklich aufgewachsen bin in dem Haus und seit ich, glaube ich, laufen kann, spiele ich Tennis. Eine Art zweites Zuhause, wo wir auch zum Mittagessen immer hergekommen sind und wir waren eigentlich ständig hier. Ist das deine Zukunft? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, Tennis geht immer und ich bin mit dem Haus sehr gut verbunden und ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ja, also im Gegensatz zu meinem Vater, der mich sehr bedrängt hat, die Europahalle zu übernehmen, möchte ich das meinen Kindern freistellen. Ich habe zwei Söhne, zwei ganz tolle Söhne. Einer interessiert sich brennend dafür, ist auch vom Tennisvirus völlig eingenommen, hat auch die Belege ausgesucht, die Farbe und so, der Matthias ist das. Ich bin noch jung genug, dass wir das erst in 10, 15 Jahren entscheiden müssen. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Eltern, auch auf unser ganzes Team. Weil wir wissen auch alle, was der Opa geleistet hat und auf das sind wir, glaube ich, alle sehr stolz. Wenn man zurückblickt auf 30 Jahre, was macht es mit Ihnen? Ach Gott, ich bin ein bisschen stolz, dass mir das gelungen ist, aber sonst nichts. Und ich bin auch stolz, dass meine Tochter das so gut weiterführt. Also ich wünsche mir, dass es die Europahalle weitergibt, weil ich daran hänge. Und weil das schon ein Stück Herz ist für unsere Familie.